Hallo liebe Gründerszene, Leser und Zuschauer, hier sind wir wieder mit unserem Wochenrückblick. Und diese Woche haben wir ein besonders spannendes Interview für euch, nämlich mit dem Gründer von Flixbus. Jeder kennt Flixbus. Wahrscheinlich sind die meisten von euch schon mal damit gefahren und man fragt sich einfach, wie ist dieses Unternehmen so gigantisch groß geworden und hat in seinem Bereich fast ein Monopol erreicht. Das solltet ihr euch unbedingt durchlesen. Und Christina hat auch noch eine coole Geschichte zu einem anderen erfolgreichen deutschen Unternehmen. Genau, wir haben uns in letzter Zeit überlegt, wir wollen euch mal ein bisschen zeigen, wie eigentlich Firmen, die wir hier in Berlin kennen, gepitcht haben. Und haben es geschafft, das Pitch-Deck von Wunderlist an Land zu ziehen. Das könnt ihr euch mal anschauen, am Wochenende ein bisschen üben. Und unsere Kollegin Anne hat angefangen mit Lieferdiensten. Und wir wollen jetzt so ein paar durchtesten, zum Beispiel Rewe, Edeka, Lidl, MyTime, Bringmeister etc. etc. Sie hat angefangen mit MyTime. Und das lief nicht so ganz gut. Und in ihrem Testbericht lest ihr, warum nicht. Ja, ebenfalls nicht so gut lief es für Rocket Internet in dieser Woche. Vor allem für die Aktie, denn der Großaktionär Schinnewick hat angekündigt, am Mittwochabend die Hälfte davon zu verkaufen. Das hat am Donnerstag und auch heute noch für eine absolute Talfahrt gesorgt. Und wir haben einige Texte dazu geschrieben, die ihr euch am Wochenende nochmal anschauen könnt. Unter anderem, warum trennt Schinnewick sich gerade jetzt von den Rocket-Aktien, und auch nochmal eine Timeline gemacht über die 8-jährige Partnerschaft der beiden Firmen. Das war's von uns. Wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende und hoffen, dass ihr nächste Woche wieder zuguckt. Bis dann!